Thomas und das Spukhaus Abenteuer. Es war eine kalte und neblige Halloween-Nacht und Elenas, ein neugieriges 8-jähriges Mädchen, war mit ihren Freunden im Dorf unterwegs, um Süßigkeiten zu sammeln. Alle waren verkleidet. Elenas trug ein Hexenkostüm mit einem großen spitzen Hut und einem Besen, während ihre Freunde als Geister, Vampire und Mumien gingen. Während sie von Haus zu Haus zogen, fiel Linas Blick auf ein altes, verlassenes Haus am Ende der Straße. Das Haus war dunkel, die Fenster zerbrochen und die Tür knarrte im Wind. »Wer traut sich, in das Spukhaus zu gehen?«, fragte Elenas ihre Freunde mutig. »Bist du verrückt?«, flüsterte Nabras, der als Geist verkleidet war. »Man sagt, dass das Haus verflucht ist.« Aber Elenas ließ sich nicht abschrecken. »Vielleicht gibt es dort die besten Süßigkeiten«, sagte sie lächelnd. Schließlich folgten ihr die Freunde zögerlich bis zur Haustür. Gemeinsam atmeten sie tief ein, und Elenas drückte die knarrende Tür auf. Im Inneren des Hauses war es düster und unheimlich. Überall hingen Spinnweben, und der Boden knarrte bei jedem Schritt. Plötzlich hörten sie ein Rascheln und ein leises, schauriges Lachen. Die Kinder hielten sich fest an den Händen und bewegten sich langsam durch den dunklen Flur. In einem Zimmer sahen sie einen alten Tisch, auf dem ein Kürbis mit einem fröhlichen Gesicht stand. Neben dem Kürbis lagen kleine Schachteln mit Süßigkeiten und ein Schild, auf dem stand: »Mutige Kinder bekommen hier ihre Belohnung.« Elenas lächelte breit und nahm eine Schachtel. »Siehst du, das Haus ist gar nicht so schlimm«, sagte sie mutig. Doch in diesem Moment ging das Licht im Raum an und eine freundliche alte Frau erschien. Sie war verkleidet als Hexe und lachte sanft. »Ihr seid die mutigsten Kinder, die ich je gesehen habe. Ich wollte euch nur einen kleinen Halloween-Streich spielen«, sagte die Frau lächelnd und bot ihnen noch mehr Süßigkeiten an. Die Kinder lachten erleichtert und nahmen die Süßigkeiten dankbar an. Auf dem Weg nach draußen beschlossen sie, dass dies das beste Halloween-Abenteuer war, das sie je erlebt hatten. Ende. Diese Geschichte ist eine Mischung aus Abenteuer und ein wenig Grusel, perfekt für Halloween und zeigt, dass Mut oft mit einer süßen Belohnung belohnt wird. Ich hoffe, dir gefällt die Geschichte. Möchtest du noch etwas anderes? Können Sie bitte Video liken und bitte unseren Kanal zu abonnieren. Dankeschön, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.